Ihr wollt wissen, was ich hier jetzt vergabe? Dann bleibt dran. Darauf, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ja, wir wollen mit dem weitermachen, was wir schon die ganze Zeit tun. Ich bin nur gerade überlegen, ob ich quasi einfach meine Liste von oben nach unten durchgehen soll. Dann hätten wir jetzt quasi ja, einen, der Kabel macht und einen, der Kriterium macht, den wir hier anschließen. Allerdings würde natürlich Kabel und Draht zusammen hier Sinn machen. Und ich glaube, das mache ich eher. Das Praktische ist, aus der Liste wäre das jetzt quasi für diese Seite der oberste und der unterste. Aber wir ziehen mal durch. Dann gehen wir jetzt hier lang. Fallen hier runter. Und fliegen darüber. Hüpfen hier hin und okay. So. Wir haben immer noch das Wasserproblem. So. Und da haben wir. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich noch gar nicht weiter angeschlossen habe. Nämlich hier die Sachen. Die laufen ja hier hin und hier sind zu Ende. Und ich glaube, der hier war der eine, der Kabel machte. Den habe ich aber mit an den Rest angeschlossen. Das ändern wir jetzt. So. Und nehmen ihn. Mit hier hin. Und dann gehst du nach dort. Wir haben den Spaß da vorne. Also wenn ich das dahin gehen lasse. Wir hatten jetzt drei Stück. Der hier geht auf den vorderen, würde ich behaupten, oder auf den hinteren. Hätte ich mir das mal gemerkt, ne? Mitte ist der. Und der geht hier in das System rein, wohingegen der da rein. Okay. Und da. Da dran. Okay, wir hätten damit drei Stück als Möglichkeit, damit zu arbeiten. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rüberkommen. Wenn ich jetzt hier hingehe, den setze, und mir Spaß, mal so ein bisschen darüber suche. Ich hatte, glaube ich, nur noch zwei oben, die ich auf der Seite machen kann und einen, den ich schon direkt auf der anderen Seite mache. Das heißt, den würde ich hier vorne dran setzen und zwei da. Das ist doch ganz gut. Wie mache ich jetzt? Also, damit ich jetzt hier irgendwie so ein bisschen Überblick behalte. Ziehen wir uns jetzt den darüber. Das ist jetzt nur zur Hilfe. Okay. Ich würde in dem Fall sagen,
Wir setzen uns. Eins, zwei, drei Masten hier hin. Ja, dann machen wir hier. Eins, zwei, drei. Nee, ich will nichts updaten. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Den ganz außen hätte ich gerne auch da ganz außen. Das wäre ganz sinnvoll. Auf welcher Höhe haben wir das? Da unten. Die Höhe ist wiederum ungünstig. Wie sieht denn das aus? Sieht alles sehr doof aus. Ist das nicht so ein Problem? Du hier vorne? Ich hatte dich irgendwie hier so gebastelt, ne? Und dann geht das da in das System und irgendwo geht es dann hoch, nämlich dahin. Was aber vollkommen steht egal ist, weil ich kann das ja auch andersrum machen. Ja, auch hingehen. Und den Spaß oben rum reinleiten. Was ja in dem Fall ja nicht so doof wäre. Weil den haben wir jetzt hier stehen. Und packen ihn einfach daneben. Und ziehen dann von da ein Kabel dorthin. Und gleichzeitig setzen wir einen solchen nochmal hier nehmen. Nehmen den. Setzen ihn da dran. Dann überlegen wir uns, dass wir die Musik anders hätten gerne. Packen die Tasse weg. Genau. Und du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst dorthin und gehst da lang. So, haben wir den Spaß schon mal. Wir wissen, dass das Eisen ist. Der Kollege ist Draht. Der Kollege. Ja. So. Das temporäre könnte man bald hier lassen. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Wo packen wir sie hin? Also. Nee, hier müssen wir jetzt aufpassen. Wo können wir denn noch? Wir müssen hier hinten hin. Und zwar genau daneben. Die Höhe nehmen wir. Das ist das. Das heißt, wir brauchen hier diese zwei. Und hier auf der Höhe haben wir erstmal hier die Halterung.
Hier die Halterung und gehen hier rum, weil hier haben wir den, der durchführt. Du gehst daran. Okay. Dich hätten wir gerne. Und dich hätten wir gerne. Dort. Und du gehst da dran. Dann geht's hier runter. Den einen muss ich mir noch überlegen, wie ich den hier anders mache, damit ich im Moment ein bisschen hier rumfliegen kann. Aber der ist mir dann nachher ganz im Weg. Okay. Kabel. So, welche Höhe muss ich damit? Habe ich genau auf dem Strich? Okay. Dahin. Du bist Draht. Und du bist Kabel, das muss ich jetzt mal verifizieren, dass ich da auch nicht Quatsch mache. Machen wir so. Das können wir gleich Gott sei Dank daran sehen, wie viel Strom wir verbrauchen. So, und du bist jetzt dieser Kollege. Das heißt, der dort ist dieser hier. Ups. Was ist das denn hier unten? Maximal 120, genau. Das sind die Eisenbarren. Einmal an, einmal aus. Jetzt müssen wir hier rüber, müssen gucken. Du hast 84, das ist ein bisschen mehr, also ist das hier Draht. Ja, ist vollkommen sinnlos, das einmal an- und auszumachen, aber egal. Und das ist genau Kabel. Okay, machen wir hier auch nochmal den sinnlosen Quatsch, aber es geht. Sehr gut. Wir haben das alles. Okay. Das heißt, wir haben jetzt da hinten rum auch schon den ersten. Das heißt, da haben wir schon mal drei. Das ist natürlich ein bisschen bunt durcheinander gemischt, aber ist ja eher. Ich hab mir das mal eben. Jetzt mal. What the fuck? Ich hab Probleme hier. Moment. Okay. Mein Rechner macht komische Dinge. Ich hab keine Ahnung, was das gerade ist. Wenn ich irgendwas Windows-Technisches drücke, dann sagt er mir schwarzer Bildschirm. Aber er kommt wieder. Das ist noch viel interessanter. Gut. Ich bin ein bisschen. Wir könnten jetzt hingehen. Wenn wir das haben. Ich glaube, ich habe als nächstes Kriterium hier auf der Liste. Ja. Dann gucken wir doch mal, dass wir Kriterium hinkriegen. Das müssen wir auch auf dieser Seite haben und irgendwo da rum. Das hatten wir uns so überlegt.
Ach ja, hier war das Problem, dass ich dann wieder runterfahre. Das ist gerade äußerst seltsam. Ich weiß halt nicht, was man... Hat Windows jetzt an sich ein Problem? Ist das ein Problem von meinem Monitor? Ist das ein Problem von meinem Rechner? So. Wo habe ich eigentlich Kupfer hingepackt? Copper-Ingot. Auch auf die andere Seite. Das heißt... Und die Copper-Sheets, die habe ich wiederum auf diese Seite gepackt. Okay. Wie machen wir das denn am sinnvollsten hier? Also das Beste ist, glaube ich, wenn wir hier eine Mast zum Wegführen haben. Und dann gehen wir hin. Auch wenn das ein bisschen verschwenderischer ist, wir machen einfach in jede Reihe einen rein. Hinten hin. Jetzt müssten eigentlich alle angeschlossen sein. Du kommst mit. Wo packen wir dich hin? Dich hier hinsetze. Dann gehst du einfach nach oben, kommst hier mit runter, machst mir dort die Nummer 4. Jetzt natürlich da vorne überhaupt nicht mehr gut aufgeht. So vom Prinzip her. Weil die hätte jetzt eigentlich da hinten hingemusst. Es wäre doch cleverer gewesen, das so zu machen. Aber egal. Und so überkreuzt sich das alles. Pass auf. Ihr seid am Kuscheln. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Nee. Du gehst da dran. Du gehst da dran. Du gehst da dran. Und du gehst da dran. Dann haben wir euch schon mal. Dann kommst du mit und gehst dahin. Du daneben. Du dahin.
Und du dahin. Aber jetzt wird es hier schwierig, aber egal. So, du kommst weg. Wie hatten wir das jetzt? Du musst auch auf die andere Seite. Du kommst. Komm, wo sind wir da? Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und du kommst dorthin. Okay. Damit hätten wir das. Und du musst jetzt. Das wäre beinahe schief gegangen. So, mache ich dich einfach so daneben oder ziehe ich dich tatsächlich einen höher? So, damit hätten wir den. Und im gleichen Zuge könnten wir eigentlich Kupferbarren machen. Dann sagt die Zeit. Oh, das hätte ich nicht drücken sollen. Hm, doch, geht. Die Zeit sagt, ein bisschen können wir noch. Ich ziehe erst das nach oben. Das ist mir lieber. Also, du wiederum gehst jetzt dahin und bist damit summa summarum dort dran. Das passt auch an. Wir machen hier das Kriterium. Barren dran. Einmal an. Okay. Ich könnte eigentlich schon mal die Nummer 3 mit runternehmen, oder? Schauen wir mal, dass wir da hochkommen. Hm, natürlich nicht. War doof, dass ich den da schon hingesetzt habe. Den kann ich hier weiter runterziehen. Dann kann ich mich fast dahin machen. Beziehungsweise so eyeballen. Ja, kein Problem. Können wir ja immer noch ändern. Das ist ja nicht so wild. Dann kommst du. Hä? Welche Funktion habe ich denn wohl gerade aktiviert, die ich gar nicht haben will?
könnte jetzt noch hingehen. Das wird's mir. Ja, das erleichtert es mir ein bisschen. Ah. Ich meine jetzt Folgendes. Das ist zwar ein bisschen eigentlich dämlich, aber oh, nein, wir brauchen den. Darüber. Und dann brauchen wir den dort. Fliegen wir nicht nochmal nach oben. Mit dem Spaß hier. Schalten den Schalter ein. Und dann haben wir da ein bisschen mehr Möglichkeiten zu rumfliegen. Auf die gleiche Art und Weise haben wir dann auch hier drinnen wieder die Möglichkeit rumzufliegen, solange wir den anlassen. Das heißt, auf. Auf ihm hier müsste jetzt unten 60 Watt oder Megawatt. Das ist Kupferwaren. Die machen wir an und die lassen wir jetzt auch an. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, da hinten rumzufliegen. Das ist viel besser. Ja. So. Ob wir das in 4 Minuten schaffen, wart wird schon werden, oder? Das läuft. Und weiter geht's. Jetzt schön Stück für Stück einfach hier die Kollegen reinsetzen. Ja. Und diesmal machen wir halt einfach. Wir ziehen die erst rein. Und dann auf dem Rückweg schließen wir ihn an. So, da haben wir. Bleibst du da bitte dran? Danke. Oh Mann, ey. Sind aber auch viele Appare los, ey. Schön groß geworden. Dieses kleine Projekt. Ich wollte doch nur ein relativ bescheidenes AKW haben und nicht so übertreiben wie andere. Ah. Ich froh, wenn ich, sobald ich die Taskleiste erwische, was im Moment ein bisschen öfter der Fall ist, weil ich den im Fenstermodus bin, weil anders kriege ich das nicht vernünftig aufgenommen. Gebt mir halt das Bild flöten. Das ist ein bisschen kacke. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach irgendwie zwei Tasten erwischt habe. Oh. Windows plus irgendwas. Oder Windows Alt plus irgendwas. Und dass das deswegen passiert.
Das ist doof. So, hier. So. Du sollst da dran, danke. Dann haben wir sie doch alle. Das heißt, sie müssten jetzt alle gelb sein. Jo, passt. Perfekt. Die lassen wir jetzt auch erstmal dran. Auch wenn wir es so gar nicht brauchen. Die Brücke können wir eigentlich wieder abreißen. Oder können wir auch erstmal lassen, wie auch immer. Ja. Dann machen wir jetzt hiervon noch ein... Dann machen wir das. Das machen wir von hier. Noch ein schönes Thumbnail. Die mit zwei nach unten. Einmal da drauf drücken, einmal da drauf drücken. So. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.